Hallo, ihr Lieben. Ja, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, möchte ich heute an meinem Winterbild weitersticken. Es ist ja ein Perlenbild. Und wollte, bevor ich hiermit anfange, mal kurz einen Zwischenstand geben über meine Bestecktaschen. Ich habe von den vier Taschen, habe ich jetzt zwei fertig. Bei dem ersten dauert es halt länger, das hatte ich bloß immer mal gemacht, wenn ich die Zeit dazu hatte. Aber dieses hatte ich übers Wochenende gemacht und muss sagen, also an zwei Abenden, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich daran gestickt habe, 3 oder 4 Stunden, habe ich jetzt an zwei Tagen das fertig gehabt. Also ich habe ja nur noch zwei Stück zu machen. Und da ich es aber erst zum ersten Weihnachtsfeiertag benötige, würde ich einfach sagen, das lasse ich jetzt erst einmal und mache meine anderen Projekte, die ich noch habe. Also einmal ist es ja die kleine Krippe, die ich meinem Sohn in der Adventszeit schenken will. Also die müsste schon vorher fertig sein. Und dann halt mein Tischläufer, wo meine große Perlenkrippe, die kennt ihr ja, drauf kommt. Da hatte ich ja nur erstmal die eine Seite gemacht und ich versuche jetzt die anderen Sachen noch fertig zu bekommen, dass ich das dann wieder alles draufstellen kann. Dann habe ich etwas Interessantes vielleicht für euch. Und zwar schreibe ich mich seit längerer Zeit mit einer lieben Abonnentin und sie ist auch wirklich handarbeitsmäßig aktiv und hatte mir erzählt, dass sie Grußkarten macht und Diamond Painting und auch Perlenbilder. Und ja, dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Dann meinte sie, sie hätte auch Lust an Videos, ne? Und dann habe ich gesagt, Mensch, trau dich doch, Videos zu machen. So, sie hat jetzt ihren YouTube-Kanal gegründet und hat jetzt schon mal so ein paar Probevideos, so eine kleineren Videos eingestellt. Und ja, dann habe ich gedacht, Mensch, ich würde euch das gerne mal vorstellen. Und zwar heißt der YouTube-Kanal Engeltje Gabriel Bastelfee. Engeltje Gabriel Bastelfee. Ich würde auch das Ganze nochmal in die Infobox verlinken. Freut mich, dass sie auch den Mut gefasst hat, sowas zu machen. Und vielleicht habt ihr Lust zu gucken. Ja, würde mich freuen. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, dass ihr von mir kommt. Dann freut sie sich besonders. Ja, danke schon mal vorab. Ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt hier die zweite Seite, also die erste Seite fertig, die zweite Seite angefangen. Das ist ja erstmal nur ein kleines Stück. Ich fange ja von unten an und hatte irgendwie schon beim Sticken festgestellt, irgendwas stimmt mit diesem Stoff hier nicht. Man kann es also wunderbar sticken. Also daran liegt es nicht. Aber mir kommt das vor, als wenn das hier so aufbauscht. Und wenn ihr das so seht, das kann man auch nicht so. Das ist wie so ein Brett. Wie so ein Brett. Und so kann man es wunderbar biegen. Ja, also biegsam ist das Ganze. Aber irgendwie war mir das komisch. Jetzt denke ich, Mensch, jetzt guck doch mal. Ich habe ja mein Jaguar in Lauerstellung noch nicht eingerahmt. Da würde ich dann auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Und habe dann festgestellt, dass der Stoff anders ist. Ich nehme euch mal hier ein bisschen runter, dass ihr das mal seht. Und fixieren am besten, damit es nicht hin und. Ja, das macht Sinn. Dass das nicht so hin und her wackelt. Aber das wird nicht gehen. Doch jetzt. Bei dem Tokareva. Ich kenn ja diesen Stoff nicht anders, weil das ist ja mein allererstes. Also bei dem Tokareva, wenn ihr seht, sind das richtig schöne große Löcher. Bei dem hier von der Olga, das ist auch 14, also das ist auch 14, aber wenn ihr das mal seht, das ist kleiner.
Also die Löcher sind hier kleiner. Und ich hatte auch Schwierigkeiten mit der Nadel zuerst reinzugehen, weil das so, ich sag jetzt mal, zu fipsig für mich war. Ich war halt diesen Stoff gewöhnt. Und jetzt hier mit diesem Stoff, jetzt weiß ich nicht. Also wer jetzt wie heißt das? Die Sachen von der Olga hat, wie zum Beispiel du, liebe Rina, wäre es mal ganz lieb, wenn du mir mal schreiben könntest, ob das so normal ist. Weil sticken kann ich, also ganz normal jetzt. Ich muss natürlich jetzt hier mich konzentrieren, dass ich auch diese Löchlein treffe. Aber so geht das. Ich habe halt nur Angst, dass das vielleicht sich wälzt. Obwohl, wenn man das jetzt so sieht, geht's jetzt so. Sah schon mal schlimmer aus. Oder ich dachte, dass es schlimmer ist. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, oder du, Rina, ob der Stoff allgemein so ist, weil das war ja 2020, habe ich ja diesen Stoff oder dieses ganze Projekt hier gekauft. Und vielleicht hat sie ja jetzt auch anderen Stoff, das weiß ich nicht. Wäre nicht schlecht, wenn mir da mal jemand eine Rückmeldung geben könnte, weil die Größe des Kästchens sozusagen ist meines Wissens 14 Count. Ja, also da, ich hatte erst gedacht 16, aber nein, nein, also die Größe von den Löchern mal abgesehen, finde ich, ist hier 14 Count. Ja, zu meinem Jaguar noch mal ganz kurz. Ich hatte mal ein Video gesehen von der lieben Rina, von Rina Jackson, ihrem Kanal. Da hat sie den, ich weiß gar nicht, was war denn das, Leopard oder so, hat sie ein Finish gemacht und hat einen Bilderrahmen dazu genommen. Und dann habe ich natürlich das Video nicht wiedergefunden, wie es denn immer so ist. Und hatte wegen einer anderen Sache mit der lieben Vicky von Kunterbunt Mine, ich glaube, das ist eine Admin von der Mine, hatte ich geschrieben, und sie hat mir einen Tipp gegeben, wo ich mir Bilderrahmen erstellen lassen kann, die Größe sind, wie ich es halt brauche. Und ja, da habe ich mir dann den Bilderrahmen bestellt jetzt. Und wenn der kommt, dann mache ich endlich das letzte Finish von meinem Jaguar in Lauerstellung, wie ich ihn denn einrahme und dann schön aufhängen kann. Ich weiß, dass einige von euch den Jaguar liebten, vor allen Dingen die Augen, und sich ins Geheime gesagt haben, oh, zeigt das nicht immer, ich werde schwach. Also wenn ich es denn einrahme, dann seht ihr noch mal die Augen, ne? Falls ihr noch eisern festhalten möchtet, diesen nicht zu kaufen. Aber wie gesagt, manchmal hat man ja so viel, da muss man ja nicht alles haben. Man muss ja nicht ich sein, die alles haben möchte. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen an, daran zu sticken. Ich habe hier wieder meine Sortierplatte. Wie ihr seht, habe ich es nach wie vor noch nicht alles vervollständigt, weil ich mir bei diesem Projekt sage, die Farbe, die neu dazukommt, die mache ich rein, und alles andere lasse ich erstmal außen vor. Was ich auch sehr schön finde, mal sehen, das Licht ist halt ein bisschen, ob ihr das so seht. Das ist ja das Bild. Das Bild an sich ist niedlich, aber man sieht halt, dass es ein Druck ist. Und hier ist Leben drin. Hier ist echt Leben drin. Man sieht die Perlen. Ich wackle mal hin und her, ob man das so sieht. Also das Bäuchlein hier von dem Eichhörnchen, da könnte ich dann immer hier so reingreifen. So niedlich sieht das aus. Und hier fängt schon an, die Tannenzapfen dann zu nehmen. Also da bin ich jetzt echt gespannt, wie das so wird.
Ich hatte ja gesehen, die Olga hatte das auf ihrer Internetseite, diese Vorlage fertig gestickt. Also das ist gegenüber dem hier wie Tag und Nacht. Man auch durch diese Verpixelung, finde ich, sieht es wirklich, wirklich gut aus. So, hier ist meine zweite Seite. Also ich habe ja unten angefangen, wie gesagt. Und da seht ihr ja, das ist halt, da fehlt halt noch etwas. Genau, am 12.11. habe ich damit begonnen. Und ich mache das immer so, dass ich jeden Tag, woran ich sticke oder sticken kann, mit einer anderen Farbe abstreiche. So sehe ich dann immer, aha, du hast heute nur 4 reingeschafft oder du hast 10 reingeschafft, je nachdem. Finde ich persönlich gut, weil sonst weiß ich manchmal nicht, wie viel hast du denn nur an dem Tag gestickt? Und dann habe ich das so da. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich hatte doch gestern die 4. Genau, weil das hatte ich nämlich gestern noch. Nur noch nicht abgestrichen. Das muss ich doch, sonst kann ich, sonst fange ich das ganze Spiel nochmal von vorn an. So. Und die Stifte halten auch nicht ewig. Ich weiß, zu DDR-Zeiten, da konnte man das hier rausmachen. Das waren ja andere Stifte. Konnte man das rausmachen, auch die Filzstifte, ganz normale, und konnte die in Essig halten. Und dann hat sich das aufgesogen und man konnte noch eine ganze Weile wunderbar malen damit. Aber das geht hier nicht auf, sonst hätte ich das gleich mal probiert. So. Dann habe ich mir hier auch einen kleinen Punkt gemacht zu dem Symbol hier. Das ist für mich, sage ich hier, die Sanduhr, weil die Magnete sind so nicht identisch. Und wenn ich jedes Mal bin ich am Suchen gewesen, wie rum muss denn jetzt diese Platte? Und dann habe ich mir hier so einen kleinen Gedankenstütze gemacht, dass ich das dann besser schließen kann. So, aber jetzt wollen wir nicht hier lange rumreden, sondern sticken. So. Ja, ich habe mir hier meine Taube mit den Rosen hier dran gemacht. Ich wollte eigentlich im Winter, aber das habe ich gar nicht. Da muss ich erstmal auf die Suche gehen, wo ich das beschaffen kann. So, nun sind natürlich die Lichtverhältnisse heute auch nicht mehr das Wahre. Ich habe zwar Licht schon an. Es ist ja 16 Uhr durch. Ich habe gedacht, ich mach's mal gleich nach der Arbeit. Und dann so. Ja, also ich bin echt gespannt. Also ich bin auch mal auf eure Meinung gespannt, was ihr jetzt zu dem Stoff sagt, ob ihr das so kennt. 1, 2, 3, 4, 5 Mal das. Weil es wäre echt schade, bloß ich habe keinen anderen Stoff. Und so geht's ja. So ist das. Ja. Naja. Also ich möchte es zumindest nicht auftrennen und es wälzt sich auch nicht, so wie ich dachte. Es ist zwar, ihr seht ja gar nichts. Entschuldigt bitte. Ach, so ist das. Ich habe schon das Video dreimal schon angefangen. Also dreimal, eigentlich zweimal schon abgedreht. Und immer wieder habe ich einen Fehler drin gehabt. Und oh, habe ich gedacht, das kann es doch nicht geben. Und jetzt nehme ich euch noch nicht mal mit beim Sticken. Also wenn der Wurm manchmal drin ist, ist der Wurm drin. So, 1, 2, 3, 4, 5 habe ich gesagt, genau. Ich hatte nämlich in meinem anderen Video auch gezeigt, also das, was ich jetzt natürlich nicht nehmen konnte. Wenn ich jetzt so einen langen Faden habe, dann lege ich mir das um den Daumen. Und lass das so und dann kommen auch keine Knoten,
Weil manchmal ist es so, wenn der Faden zu lang ist, dann kommt denn gerne mal bei mir ein Knoten. Und dann habe ich den Daumen hier so dazwischen. Na, dann mache ich so hier. So. Und dann zieht das sich kein Knoten. So, dann habe ich das. Genau. Aber jetzt hatte ich festgestellt, das, wo ihr jetzt das nicht gesehen habt, das ist trotzdem der Faden jetzt schon. Der war länger gestern. Also ich war dann oft faul und sage mir, ein langes Fädchen, faules Mädchen. Aber dann kann ich so schön hinweg durch und muss nicht ständig dann irgendwie den Faden neu machen. So, und jetzt kommen zwei weiße. Ja, ich habe irgendwie jetzt Lust, ein Winterbilder zu machen. Ich habe mir ja, schmeiß weg. Also niedlich sind sie ja. Die schnipsen sowas von schnell weg hier. Die kleinen Perlen. So. Da hatte ich ja meinen kurzen Zwischenstand. Olga hatte mir, oder ich hatte bei Olga nachgefragt. Sie hat gemeint, es sei fertig gekittet und sie würde das dann vorhin Donnerstag rausschicken. Das hat sie vorhin Donnerstag nicht gemacht. Und heute hatte ich bin ja DHL-Kunde, also keine Werbung, ich werde von denen nicht bezahlt, habe ich eine Info bekommen, dass schon eine Sendungsnummer vergeben wurde. Nun hoffe ich ja mal so, dass ich auch das Paket dann zeitnah bekomme. Wäre natürlich toll, weil das möchte ich als, ihr werdet die Hände vom Kopf zusammenpacken, als Jahresprojekt 2023 machen. Oder wenn nicht Jahresprojekt, aber zumindest Anfang am 1.1. mit euch. Weil ich hatte überlegt, ich würde gerne irgendwas noch zwischendurch anfangen. Und dann habe ich gedacht, dieses Bild, es hat sowas mir angetan. Also manchmal weiß ich nicht, was mich immer so geritten hat an der ganzen Sache. Und ja, dann möchte ich das gerne, gerne mit euch anfangen. Mal gucken. Mal gucken, ob das auch alles so klappt, wie ich mir das denke. So, und dann hatte ich mir dann auch gedacht, ja, ich würde auch gern Projekte 2023 beenden bei meinem Cricut Collection, ja, bei den Türbildern nenne ich sie jetzt mal, bei den Jahreszeiten. Da war ja das relativ, ja, wenig zum Sticken, das konnte man ja, das habe ich ja geschafft. Aber diese Projekte, die ich jetzt so habe, sieht es halt schwer aus, irgendwas vielleicht fertig zu bekommen. So, das ist das, dann sind es zweimal. Ja, und dann will ich mal gucken, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich drei Projekte in dem Jahr 2023 fertig machen möchte. Wo es die Sache ist, welche? Ich habe ja noch meine beiden Secret Stitch-Alongs aus dem 2022 hier, wo ich mir denn sage, was mache ich? Ob ich mir jetzt, wenn jetzt im Frühjahr wieder das nächste kommt von 23, ob ich das überhaupt machen möchte. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich daran gerne weiter teilnehmen will.
Aber ich sehe ja auch, dass ich noch nicht mal mit dem ersten fertig bin. Und ja, es sind halt auch andere Projekte, die ich sehr gerne hier mal weitermachen möchte. Nicht alleine die chinesischen Bilder, aber auch meine Bücher. Na, dieses Bild mit den Büchern als Häuser, das ist ja auch traumhaft, aber das hält halt viel Zeit. Ich muss mal sehen, ich schaue mir mal an, was ich dann für ein Motiv sehe oder denke, dass das schön wird. Und dann entscheide ich dann noch nachher noch spontan wieder, je nachdem, wie weit ich mit irgendwas komme. Denn ich hatte mal beim Stöbern, kennt ihr eigentlich die drei kleinen Winterbilder, die ich von Verwako hatte? Da habt ihr mir ja geschrieben, da habe ich ja das erste gestickt und hatte euch gefragt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hatte ich euch gefragt, welches Bild ich von den dreien hier mache. Da habe ich auch gefunden, dass ich die noch habe. Also die möchte ich nach Möglichkeit auch in diesem Winter fertig machen, weil die habe ich ja weggelegt, weil ja dann die Frühjahrsgeschichten kamen. Und mein Mirabilia, ich habe es gesehen und ich möchte so gerne meine Rose of Provence weitermachen. Momentan, ja, mache ich ja das hier, aber ich möchte auf alle Fälle wieder ganze Kreuze sticken an meinem Mirabilia. Ihr wisst ja, ich habe ja den Hals und den Kopf und das habe ich ja gemacht mit 1 über 1. Und ich muss halt noch das Dekolleté machen und dann könnte ich wieder ganze Stiche machen. Ach, und das möchte ich unbedingt auch wegen den Perlen. Und weil wir bei den Perlen sind, möchte ich natürlich auch gerne mein Châtelaine weitermachen. Also von der Sache her müsste ich mir einen regelrechten Zeitplan aufstellen, wie ich das 2023 alles bewältigen will. Ich finde das ja schön, wenn man so ein Projekt so über eine längere Zeit macht. Ihr habt es ja gesehen bei meinem Châtelaine, da kommt man ja wirklich sehr, sehr weit. Aber ja, das ist halt, erst habe ich gedacht, du machst jede Woche nicht neues, jede Woche ein anderes Projekt. Dann hast du eine Woche, wo du das so schön sticken kannst und dann gehst du zum nächsten. Das mit der Drehscheibe hier, was einige hatten ja hier, das Projekt mache ich an dem Tag und das da. Nee, das ist auch nicht so meins, weil dann macht man auch wieder, oder man könnte jetzt sagen, das eine ganze Woche, aber dann habe ich wieder auf das wahrscheinlich keine Lust und ja, wie es so ist. Und was sticke ich hier gerade? Ich sticke und sticke und ja, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und bin hier mit 3. Ihr habt bestimmt schon gerufen. Halt! Du wolltest doch nur 7 oder 6 machen. So, 1, 2, 3, 4. Das noch weg. Aber das ist so, wenn man erzählt, dann ist es natürlich besser, wenn man das vorher sortiert. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig toll so. Ich finde das echt toll, einfach das so herauszunehmen. Na? So. Hier so einfach rausnehmen, finde ich persönlich sehr schön. Seht ihr überhaupt das? Nee, ne? Das seht ihr nicht. Okay. So. Jetzt muss ich das erstmal den Faden hier aushängen lassen. So. Und dann geht's weiter.
Da muss ich an den lieben Kommentar denken. So ungefähr, man trennt nicht auf. Es sind nur, man stickt halt rückwärts. Das fand ich so niedlich. Ah ja, seht ihr? Und jetzt kommt auch noch eine neue Farbe hinzu. Wo habe ich's? Kommt noch die Nummer 7. Mal gucken, ich suche mal, was ich eventuell hier schon finde. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Okay. Also bis jetzt waren alle Farben dabei. Ihr wisst ja, ich hatte ja hier keine Legende dabei. Und jedes Mal, ah, die 7. Okay, super. Ich bin immer kurz vor Mord, wenn ich irgendwie eine neue Farbe suche. Darum möchte ich es wahrscheinlich auch nicht, noch nicht bestücken, mein Ganzes, weil ich mir sage, wer weiß, nachher fehlt was und dann ärgere ich mich und so arbeite ich. Das ist auch vielleicht eine komische Einstellung meinerseits, aber ja. So, na komm her. Also diese Tütchen sind wirklich dünn. Jetzt verstehe ich auch, warum wahrscheinlich die Olga das nochmal in größere oder in andere Tüten noch reingepackt hat. So zur Sicherheit, ne? Dass das nicht rausfällt. Also das finde ich wirklich eine sehr gute Idee. So, dann habe ich hier einen Stift. Ich habe von meiner Bekannten einen Stift bekommen. Das ist Frixon auch. Der kann man auch radieren. Aber wenn ich das, also das ist es nicht, das ist hier mein anderer Stift. Ne? Aber hier kann man halt schlecht drauf rummalen. Ich weiß nicht, das ist speziell wirklich nur für die Sachen. Und mache ich die 7. Und hier schreibe ich mir nämlich mit diesem Stift, ich habe es schon ausprobiert, mit diesem Stift dann die Symbole oder die Zahlen auf und kann die dann später wegradieren, weil eine liebe Abonnentin hatte mir geschrieben, dann mach doch das, dann brauchst du nicht diese kleinen Absiehbildchen da draufkleben. Und wo sie recht hat, hat sie recht. Ne? Das nehme ich dann auch gerne an. So, dann wollen wir mal anfangen. Das ist mir jetzt verrutscht. Das ist hier eins. So, kommt eine neue Farbe hinzu. So, dann zweimal Z. Also wenn ich jetzt irgendwas nicht zu Ende erzählt habe, dann ja, dann entschuldige ich mich schon mal. So, und dann ist es das T. Nein, die Sanduhr. Auch wenn ich merke, dass der Faden so sich so dreht, nehme ich das auch immer gern so als Unterstützung. So 3, 2. Geht. Ja, sieht aus, als wenn es geht. Und dann als letztes hier die Sanduhr.
Sehr schön. So, dann haben wir die Reihe. So, und da heute ein neuer Tag ist, nehme ich auch eine andere Farbe. Dann würde ich sagen, wir machen noch die Reihe hier gemeinsam. Ich muss das mal kurz aushängen lassen hier. So. Aber das sieht richtig schön aus. Also mein anderes Winterbild, das ist nicht so verpixelt, das ist. Also, weil es auch größer ist, kräftiger, gehe ich mal davon aus, dass das dann auch super aussehen wird. Aber ihr könnt mir mal echt schreiben, würde ich noch mal euch bitten, wer das kennt, auch mit dem Stoff hier so, ob das allgemein ist. Weil ich hatte mal, ich weiß gar ich weiß gar nicht, ob das jetzt Heidi war von Kraft in Wedding. Ist der Nadel raus. Weil sie hatte doch mal irgendwie einen Stoff. Ich weiß aber gar nicht, von wem das Bild war, was sie gemacht hat. Wo irgendwie der Aida-Stoff nicht so gut war oder die Perlen nicht so gut gelegen haben. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Also die Perlen liegen wirklich traumhaft alle in der einen Reihe und Mine hatte das, glaube ich, mal gemacht. Also wenn man das so anhält, ist das auch alles eine Reihe. Das ist auch noch mal so ein Kriterium irgendwie. Ja, aber ja. Aber ich sag mal so, wenn sich ja nichts wellt, dann ist das hier für mich dann schon in Ordnung. So. Und dann ZZ77. Zweimal Z, zweimal 7. Ach, wir haben ganz kurzfristig haben wir jetzt eine Weihnachtsfeier von der Firma. Also eine kleine gemütliche Weihnachtsfeier. Jetzt am Donnerstag, den 17. ist das, glaube ich, der 17.11. Und ja, ich hatte erzählt, dass wenn ich Urlaub habe im Dezember, da kommt ja unser Sohn dann wieder, dann wollen wir in Schnitzel Tower. Das ist bei Halle ein, ja, so ein Restaurant, wo man Schnitzel jeglicher Art bekommt. Ich habe doch jetzt irgendwas freigelassen, ne? Das habe ich doch irgendwie gemerkt. Ich habe doch gemerkt, ich habe hier irgendwas falsch. Ja, und da haben meine Kollegen gesagt, oh ja, wir würden da auch gern mal wieder hin, weil das jetzt von unserer Arbeitsstelle halt nicht sehr weit ist. Und für mich ist es ideal, weil ich gleich von dort auf der A14, also gleich auf der Autobahn kann und muss nicht erst so durch Halle oder so. Und ja, und dann war aber natürlich für so viele Personen, wie wir sind, in so einem kleinen Restaurant, es ist so ein kleines, nicht so Platz, weil ich sag mal, das wird halt sehr gern auch genommen für Betriebsfeiern und sowas. Und da war jetzt nur noch der eine Tag über. Ja, wenn man nicht guckt, ich habe mich hier schon vertan.
Also ich möchte einmal ein Video erleben, wo ich nichts auftrenne. Wo ich nichts auftrenne. Das wird wohl nicht passieren hier. Damit müssen wir wahrscheinlich alle leben. Also wenn einer mal Erfahrungen braucht beim Auftrennen, kann er mir gerne Bescheid geben. Ich bin hier Profi. Na, und dann auf jeden Fall wollen wir dann jetzt am Donnerstag, da fahre ich den Mittwoch und Donnerstag dann in die Firma. Oder wir dann alle. Höchstens, es wird unser Teamtag vom Mittwoch auf den Donnerstag verschoben, aber ich gehe mal nicht davon aus, so fahre ich dann 2 Tage, ja, und dann ist das auch mal in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal die Sanduhr. Ja, und dann wollen wir Schrottwichteln machen. Hat das einer schon mal von euch gehört, das Wort Schrottwichteln? Also wir haben das vor Corona gemacht, dann haben wir jeder eine Zahl gezogen und an diesem Tag hat man dann für alle eine Kleinigkeit mitgebracht. Also wir sind so 14 Mann und da haben wir so für, ja, so eine Kleinigkeit mit. Und man hat dann an jedem Tag, wo derjenige denn der andere dran ist, dann so kleine Geschenke bekommen. Ja, so, und diesmal wollen wir Schrottwichteln machen. Dadurch, dass das sehr knapp ist, jetzt diese Weihnachtsfeier, haben wir gesagt, okay, das Schrottwichteln machen wir denn mal in der Firma, wenn wir Teamtag haben. Weil, ganz ehrlich, ich muss erst mal überlegen. Also es sollen Sachen sein, die man selber schon hat. Also man soll nichts kaufen müssen, sondern eigentlich nur diese Sachen, die man hat und nicht mehr möchte, können wir abgeben. Also wenn einer von euch sowas schon mal hatte oder weiß, was man so schenken kann, weil wir haben ja auch noch 3 Männer. Ich kann den ja auch nicht, was weiß ich, keine Ahnung. Also zum Sticken ja sowieso nicht, weil das wird ja, das kostet ja. Das würde ich ja auch nicht machen. Und ja, also wenn, wäre ich jetzt über jede Hilfe mal dankbar. So, jetzt ist die 3. Und dann nochmal 4-mal. Also ich frage mich immer, was manche denn so auf so eine Ideen kommen. Aber gut, wir sind ja nun nicht mehr jeden Tag da, seitdem Corona war. Und da macht das ja auch keinen Sinn, dass wir wieder. Und ich gehe mal auch stark davon aus, es wird auch nicht mehr so kommen, dass wir jeden Tag in der Firma sind. Das hat man ja vorher schon abgeschafft. Aber wie gesagt, Schrottwichteln, das wäre mal eine Variante, wo ich euch mal bitten würde, mir mal zu helfen, was man da so macht. So, und dann noch 2-mal die 2. So, und dann habe ich. Sieht schon süß aus. Dann einmal diese Sanduhr. Ah, ich musste auch schmunzeln. Die liebe Mine von Kunterbunt Mine von ihrem Kanal hat den Tag ein Unboxing gemacht von einem, ach, wunderschönen Herbstbild, finde ich. Ich weiß nicht, die Farm oder. Weiß nicht. Und da hatte sie gesagt, wie sie ihre
wie sie die Symbole nennt, die so drauf sind. Ach, da musste ich so schmunzeln, ja. Ja, man entwickelt so eine Eigenarten, dass man sagt, ich sage zu dem das und das. Das kann man sich dann besser merken. Finde ich niedlich. Ach, im Übrigen, liebe Heidi von Kraft dein Wedding, wenn du hier eventuell mein Video schaust, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei der Olga ist ein Bild vor einigen Tagen drin gewesen mit den Orca-Walen, weil dir hatte ja mein Rundstückbild sehr gut gefallen vom Motiv her. Was bitte habe ich nur wieder gemacht? Ach nee, gar nichts. Okay. Ja, und da muss ich echt sagen, das sieht auch wieder traumhaft schön aus. Die Orcas so als Yin und Yang-Zeichen, wie sie denn so aus dem Wasser, sind. Ich weiß nicht, wenn du das gesehen hast oder so, vielleicht hast du es dir auch schon bestellt. Man weiß es ja nicht. Ah, da habe ich sofort an dich gedacht. Weil du doch meine Wale so gut fandest, die ich natürlich im Übrigen erst noch weitermachen muss. Und mir fällt das jetzt gerade ein, ich wollte dir eigentlich schreiben, aber vielleicht siehst du das oder weißt du das auch schon, ne? So, dann kommt das Weiß. So, jetzt die letzten 10. So. Zwei, dann drei. Dann dreimal die 2. So, und dann dreimal die 3. Und dann noch hier dieses eine bräunliche und dann 'sind wir mit der Reihe auch fertig. So. Meine Lieben, seht ihr, da habe ich es fertig, die Reihe. Zwei habe ich mit euch gestickt, kommen mir vor wie eine Ewigkeit, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber es, gut, ich habe ja aufgetrennt, ne? Wie ihr wisst, dann geht das auch ein bisschen langsamer. Ja, ihr könnt mir ja, wie gesagt, mal schreiben bezüglich des Stoffes. Ansonsten, hier sieht es aus, als wenn sich das so leicht wellt, aber wenn ich es dann wieder gerade hinlege, dann. Also das sieht richtig so. Ach, ich gehe mal davon aus, dass das gut wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Dann danke ich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr eventuell zusätzlich zu den Kommentaren zu meiner Anfrage hier auch einen Daumen nach oben macht. Dann wünsche ich euch allen noch eine angenehme Woche. Macht's gut, eure Stickliesel.